Wenn ich von einer langen Expedition nach Hause komme, ist so ziemlich das Erste, dass ich mich unter eine heiße Dusche stelle oder ein heißes, angenehmes Bad nehme. Das ist das, wo ich mich manchmal schon während einer Expedition sehr sehne danach. Und dann richtig guten, wunderbaren, frischen Salat, frisches Obst, das sind dann so die vorrangigen Gelüste, die ich habe. Die Idee, alle 8000er zu besteigen, hat sich im Laufe der Jahre eingestellt. Erst einmal war nur der große Wunsch da, einen 8000er zu versuchen. Und nachdem das gut geklappt hat, habe ich mich auf den nächsten konzentriert. Und erst nach dem 9. 8000er, das war der Kanchenjunga im Jahr 2006, da bin ich nach dem Gipfel im Basislager gesessen und habe mir gedacht, jetzt würde ich wirklich gern auf jeden der 14 8000er gestanden haben. Kritisch zu betrachten ist, glaube ich, nicht nur aus meiner Sicht vor allem die Entwicklung beim Höhenbergsteigen, gerade was den Mount Everest betrifft. Da sind einfach eindeutig zu viele Leute auf engstem Raum in einer kurzen Zeit unterwegs. Die Vormonsunzeit gibt es nur wenige Tage im Jahr, wo eine Besteigung zum Beispiel des Mount Everest möglich ist. Und da sind schon Menschen unterwegs, die jetzt so gar keine Ahnung haben vom Bergsteigen, keine gewachsenen Bergsteiger. Und da wünsche ich mir schon sehr, dass einfach die Leute, die sich für so einen hohen Berg entscheiden, zumindest schon so die Grundvoraussetzungen und Fähigkeiten mitbringen und nicht auf Biegen und Brechen, egal mit welchen Mitteln, versuchen, den Berg zu besteigen. Also, da wünsche ich mir schon sehr, dass da ein Umdenken stattfindet. In den Bergen habe ich viele schöne Momente gehabt, aber einer der allerschönsten, das ist nach wie vor dermaßen präsent, war schon die letzten Schritte hin zum Gipfel des K2 zu machen. Nach so vielen Versuchen und Rückschlägen dann endlich im allerschönsten Abendlicht da oben ankommen. Man hat bis zum Nanga Baba drüber gesehen, es war eine absolute Stille da. Das war wirklich für mich ein Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt ganz eins zu sein mit allem. Da war wirklich große Stille in mir und eine tiefe Dankbarkeit. Und das ist nach wie vor so stark da, wie wenn es gestern gewesen wäre.